Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil, romantheoretische Einführung. Wie versprochen, nun ein kleiner Crashkurs zum Thema mythologische Struktur, zum Thema Heldenreise. Das wird uns jetzt rund eine Stunde beschäftigen und es ist, wie ihr vermutet, natürlich ein bisschen theoretisch, aber ich möchte es mit so viel erzählerischen Anteilen anreichern, wie nur irgendwie möglich, um es so leicht bekömmlich wie nur irgendwie möglich zu machen. Wundert euch nicht, dass ihr diese Struktur oder das, was ich nun auch visuell nachzeichne, bereits kennt. Wir sind in der Heldenreise, in der Heldinnenreise sozialisiert, egal ob man den Fernseher anmacht, Literatur, Kino etc., Theater. Wir kennen diese Struktur bereits. Es ist eine universelle Struktur. Und ich werde sie, wie gesagt, visuell auch noch untermalen. Womit beginnt die Heldenreise? Die Heldenreise beginnt damit, am Anfang, dass alles gut ist. Alles ist in Ordnung. In der Geschichte, mit der wir heute arbeiten werden, ist es so, da ist ein König, der hat ein wunderbares Königreich und er hat drei Söhne. Zwei davon groß gemachsen, mutig und klug. Der dritte aber, der kleinste, ein bisschen ein dumper Tor. Aber er liebt alle seine drei Söhne. Das ist der Anfang, hier beginnt es. Das Leben ist gut. Aber es wird keine richtig rechte Geschichte, wenn das Leben gut bleibt. In dieses Leben, in diese Welt hinein, kommt ein Schaden. Ein, wie es die Drehbuchautoren nennen, ein Harm. Und mir gefällt der Begriff Harm sehr gut, weil in dem Harm ist nämlich mehr drinnen als nur Schaden. Da ist auch eine Sehnsucht drinnen. Erinnert euch an das Beispiel von gestern, von dem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Der hat eigentlich auch ein gutes Leben, aber in dieses Leben kommt eine Sehnsucht hinein. Und die Sehnsucht lautet, ich möchte mich auch so fürchten, wie meine anderen Handwerksgesellen sich fürchten, wenn sie Gruselgeschichten hören. Also Harm ist mehr als nur Schaden, als eine Verletzung. Es kann auch eine tatsächliche, einfach Sehnsucht zu einer Veränderung, zu einer Neuentwicklung sein, die in das Leben dessen kommt. In unserer Geschichte ist der Schaden der, der König wird krank. Man rufe meinen erstgeborenen Sohn, meinen Ältesten, komm herbei, ich bitte dich, ich spüre, das Leben will aus mir weichen. Ich brauche den Apfel der Purpurkönigin. Zieh du aus, mein erstgeborener Sohn. Zieh du aus, bring mir den Apfel der Purpurkönigin. Ja, Papa, kein Problem. Ein bisschen Obst-Chutney, Antioxidantien und so. Also morgen in der Früh schon hole ich dir das Apfel. Die Kamera schwenkt am nächsten Morgen runter in den Innenhof des Schlosses. Und da unten steht ein wunderschönes schneeweißes Pferd. Wie heißen die? Schimmel oder so, gell? Wunderschöner Schimmel mit glänzendem Belag oder wie das Sattel und alles mögliche und so weiter. Und dann kommt er, der stolze Thronfolger, ganz fest in einer Rüstung drinnen, glänzend, funkelnd, wird mit einem kleinen Kran auf das Pferd gehoben. Dann geht die Zugbrücke runter und man sieht das Pferd sein temperamentvoll, denzelt so auf den Hinterläufen. Und dann sieht man, die Zugbrücke ist unten und er wusch, reitet, galoppiert hinaus aus dem Schloss. Man sieht nur mehr eine Staubwolke. Der Held entschwindet, die Kamera von hinten drauf. Mein zweitgeborener Sohn, komm herbei, dein älterer Bruder. Seit zwei Monaten ist er vermisst. Ich spüre, dass das Leben aus mir weichen will. Geh nun du hinaus in die Welt, bring du mir einen Apfel aus dem Garten der Purpurkönigin. Ja, Papa, du hast schon recht. Das ist längst überfällig, dass wir was machen da gegen deinen Husten. Morgen in der Früh mache ich mich gleich auf den Weg. Am nächsten Morgen schwenkt die Kamera runter in den Schlosshof. Was steht da unten? Ein Brauner. Nicht mehr dieser Schimmel, Brauner. Auch ein bisschen kleiner,
bisschen weniger temperamentvoll. Keine glänzenden Beschläge, der Sattel auch eher einfach geschnitzt, ja. Eher so, alles so ein bisschen downgesized, so einen Schritt downgesized, ja. Und dann kommt der zweitgeborene Sohn, auch in keiner Rüstung, sondern eher in leichter Kampfkleidung, kann selber auf das Pferd steigen. Man sieht, die Zugbrücke geht runter, nicht mehr so schnell wie das erste Mal, aber sie geht so runter. Und er mit dem Pferd hinaus, aber die Staubwolke ist nicht mehr ganz so groß, wie es die war von seinem Älteren, vom erstgeborenen Sohn. Aber die Kamera bleibt im Schlosshof, die schaut nur hinten rein. Papa, ich weiß, du holst nicht so viel von mir, weil ich nicht so geschickt bin wie meine Brüder. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Ich darf gehen und den Apfel holen. Du, dummer Tor, dein Herz ist wohl recht, aber du hast zwei linke Hände. Bleib du hier. Na, Papa, na, ich geh. Und am nächsten Tag in der Früh, die Kamera schwenkt runter in den Innenhof. Was steht da unten? Ein Esel. Richtig. Da steht der Esel. Und hat der einen Sattel drauf? Nein. Der hat so eine Decke drauf und drauf sind zwei Körbe für ein bisschen so ein paar Decken und ein bisschen Proviant. Und dann kommt der Held unserer Geschichte. Einfache Kleidung, ein Bein zieht er hinter sich her, nimmt den Esel und die Zugbrücke kann langsam runtergehen, weil es dauert seine Zeit, bis da der über die Zugbrücke da rauskommt. Sehen wir eine Staubwolke? Nein, wir sehen sie auch nicht, weil die Kamera nebenher geht. Warum geht die Kamera nebenher? Wir haben den Helden gefunden. Held oder Heldin. Die Kamera hat jetzt den Held gefunden. Klassisches Bild. Was ist passiert? Erster Schritt, das Leben ist gut. Zweiter Schritt, da ist ein Schaden, kommt in dieses Leben hinein. Dritter Schritt, der Held wird benannt. Wie auch immer das passiert, also es gibt viele Zwischenabschnitte. Ein Zwischenabschnitt ist, der Held wird benannt. Er lehnt allerdings ab, dass er es tut. Wie auch immer, aber im Grunde muss an irgendeiner Stelle am Anfang, also noch in der Exposition, der Held, die Heldin auftauchen. Und dann in unserem Fall, in der Geschichte, da wird dieser Held, dieser Dritte, der Jüngste, der dumme Dor, einfach jetzt auf den Weg gehen. Er hat keine Ahnung, wohin. Aber er geht einfach einmal los. Und er kommt an den Rand des Königreiches. Und am Rand des Königreiches, gerade an der Grenze, da sitzt so ein altes Väterlein am Boden. Seid ihr ein Wanderer? Nein, ihr wirkt mir nicht, ihr wirkt mir mehr von edler Abstammung, aber warum nur ein Esel? Aber was sehe ich da auf dem Esel? Ist das nicht, habt ihr was zu essen dabei? Zu trinken? Teilt mit mir, ich bin ein armer Tagelöhner, ich habe nichts mehr gefunden, aber ihr nehmt halt, teilt. Na ja, eigentlich sollte ich ja Obst holen gehen für den Papa, aber wenn es mich schon so lieb, bittest, na gut. Und er macht eine Pause. Er setzt sich hinzu, teilt, was er hat, und irgendwann fragt der Wanderer, wohin geht deine Reise? Wo willst du eigentlich hin? In den Garten der Burburgkönigin. Wisst ihr, wo der ist? Ihr wart freundlich zu mir, deswegen hört gut zu. Wenn die Burburgkönigin euch fragt, wie euer Name ist, schweigt stille, sprecht kein Wort. Und nebenbei da vorne an der Linde, der Weg scheint nach rechts zu führen, nehmt den linken Weg. Rechts nämlich ist ein Abgrund. Vor kurzem erst kamen Reiter vorbei, die wollten mich nicht hören. Galopp, galopp. Nehmt des Weges linke Hand. Na ja, wenn's mahnst, aber ich muss jetzt eh weiter. Was ist jetzt passiert strukturell?
Strukturell kommt unser Held an die Grenze des Königreichs. Die Heldenreise bietet hierzu ganz, ganz viele verschiedene Facetten an. Der eine muss auf einer Bohnenstange in den Himmel steigen, der andere muss in den Wald hinein, der andere muss aus dem Wald heraus, der eine muss in den Brunnen plumpsen etc. Es geht immer darum, dass die bekannte Welt, also das, was ihm bekannt ist oder seine komfortable Zone, nun zu Ende ist. Und die Grenze des Königreichs ist natürlich auch die Grenze der bekannten Welt unseres Helden. Er muss weg von zu Hause. Und an der Grenze selbst, da ist eine wichtige Funktion in der Heldenreise. In unserem Fall ist es der Prüfer und der Schenker. Der Prüfer und der Schenker. In unserem Fall ist es sogar eine Personalunion. Das heißt, der eine prüft den Helden, die Heldin, ob sie und er die moralischen Voraussetzungen erfüllt, um dann die Aufgabe auch erfüllen zu dürfen. Und gleichzeitig beschenkt er ihn oder sie mit einer Gabe, die sie später brauchen wird. Wir alle wissen jetzt natürlich, er wird sich in dem Augenblick, in dem die Burburgkönigin ihn fragt, na, wie heißt denn du, wird er sich erinnern, dass er schweigen soll. Und das wird ihm das Leben retten. Ja? Also typisch ist auch, dass der Beschenkte meist nicht weiß, dass er ein großes Geschenk bekommen hat. Er kriegt eine kleine Flöte, ein kleines Amulett, einen guten Hinweis etc. Es ist sehr klein. Der nimmt es zwar an, aber er schätzt es meist nicht hoch. So wie wir oft auch selber nicht hoch schätzen, welche Geschenke wir bereits in uns tragen, die uns helfen, unser Leben zu bewältigen. Und dann, spätestens dann, kommt unser Held in die Fremde. Da ist er jetzt in einer Welt, die ist für ihn neu. Da können dann Apfelbäume sprechen, da können Backofen darum bitten, endlich von dem zum backenden Brot befreit zu werden, etc., etc., etc. Da sind wir in einer Anderswelt, in einer Zauberwelt. Kurt Derungs hat von dem Punkt her sehr schön ableiten können, dass die mythologische Struktur auch eine kollektive Erinnerung an schamanistische Weltbewältigungsstrategien ist, also sozusagen die Erinnerung darstellt daran. Auch in der schamanischen Reise gibt es eine Grenze, dort wird der Schamane geprüft und auch in der Anderswelt sind die Dinge alle belebt, da ist das Krafttier, das spricht. Das sind die Pflanzen, die mit ihm sprechen können. So wie auch in der Anderswelt, in der mythologischen Struktur, alles beseelt ist, alles mit einem Odem durchflochten. Nun bleiben wir bei unserem Helden. Was begegnet ihm? Er kommt an einen anderen Fluss. Einen Fluss, den er nie gesehen hat. Und an diesem Fluss sitzt ein Mann und lacht. Warum sitzt ihr hier und lacht? Es ist nichts Seltsames, dass zu lachen ist. Doch, doch. Habt ihr es nicht gehört? Was gehört? Ja, du weißt es natürlich nicht, aber ich höre so gut. Und ich höre gerade, dass die kleinen Fische sich unten an des Flusses Grunde besprechen, um heute Nacht den Hecht zu überfallen. Ist das nicht lustig? Ist das nicht lustig? So gut hört ihr? Ich bin ja ganz alleine auf dem Weg. Werdet Gefährte, werdet mein Freund, Gefährte auf dem Weg in den Garten der Burburgkönigin. Ich weiß nicht warum, aber ein Gefühl sagt mir, dass ich euch eurer Dienste bedarf. Ja, ich gehe mit euch. Es dauert nicht lange, da treffen sie einen, der fuchtelt in der Luft mit den Händen ganz wild. Ihr, warum fuchtelt ihr hier in der Luft? Da ist doch nichts, nachdem zu fassen es sich lohnt. Da ist nichts, wonach zu fassen es sich lohnt.
Seht ihr nicht, dass ich hier mit den Vögeln spiele? Es ist mir eine Freude, dem einen Vogel eine Feder auszureißen und sie dem anderen reinzustecken. So schnell bin ich nämlich. Seh, wir sind zwei Gefährten. Wir gehen in den Garten der Burbo-Königin und just so ein Junker wie du sollte sich uns anschließen. Werde unser Gefährte. Ja, ich komme mit. Die Heldenreise hat die nächste Funktion erreicht. Die Verbündeten. Die Verbündeten. Die Verbündeten lassen sich aber nicht immer gleich so bitten. Ihr erinnert euch, wenn man jetzt Robin Hood, jetzt diesen Abschnitt auf Robin Hood überträgt, bei Robin Hood die Verbündeten sind, wer ist das nochmal alles? Dieser Little John heißt der, glaube ich, wer noch alles? Ja. Nehmen wir mal den einen, das reicht schon vollkommen. Den Little John zu bitten, mitzukommen, hat nicht gereicht. Ja? Sondern die müssen sich erstmal messen. Die müssen sich erstmal messen. Und man sagt, wenn zwei Helden sich treffen, sie erkennen sich. Ich glaube, für Heldinnen, die erkennen sich. Und die müssen sich aber oft messen am Anfang. Also Verbündete heißt nicht sofort, Liebe auf den ersten Blick, sondern die Verbündeten zu finden, kann unter Umständen noch heißen, dass es eine Kampfhandlung gibt oder irgendeine Form des Sich-Messens. Und dann aber zusammen den Weg weitergehen. Und dann, wie es dann weitergeht, das kennen wir alle aus allem Möglichen, dann ist die erste Begegnung mit dem Widersacher, mit dem Feind, mit der Aufgabe, dann die zweite, dann die dritte oder 7 oder 13 oder im russischen Kulturkreis sind es auf 8 Begegnungen. Und beim dritten Mal dann ist der finale Durchbruch des Helden. Ich schreibe auch nur FD, finale Durchbruch des Helden. Da ist dann die dritte, die schwerste, die 7. Irgendwie die Aufgaben sind erfüllt. In unserem Fall der Apfel der Burbo-Königin ist errungen. Er kann jetzt mit nach Hause gebracht werden. Und so weiter. Dann kommt der lange Weg nach Hause natürlich. Und der lange Weg nach Hause, auf dem langen Weg nach Hause trifft der Held unter Umständen in der Heldenreise, sehr, sehr, sehr typisch, trifft auf falsche Helden. Es tauchen die Brüder nochmal auf. Ja, die sind gar nicht ums Leben gekommen, die tauchen auf. Die haben irgendwo ihr Leben irgendwie verbracht. Und wollen jetzt natürlich den Apfel haben. Die wollen jetzt natürlich den Apfel haben, weil sie vermuten, dass der den Apfel bringt, der wird wahrscheinlich auch König werden. Also da gibt es noch einen Blitz hin, da gibt es noch ein Aufeinandertreffen, ein ich weiß nicht, ob retardierendes Moment das richtige Begriff ist, aber da ist noch ein Widerstand. Der Widerstand wird überwunden und dann ist die Heimkehr. Heimkehr haben wir blau gemacht. Ist die Heimkehr und dann nach Wladimir Prop in 9 von 10 Fällen ist dann die königliche Hochzeit. Dann heiraten. Dann heiratet unser Held und wird in unserem Fall natürlich, und das wünschen wir ihm alle wirklich aus Herzen, wird dann natürlich König. Ja. Der Burbo-Apfel, der wirkt, der Papa kann noch ein paar Jahre an der Côte d'Azur schön wohnen und so. Also Spaß beiseite, aber es funktioniert alles und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also die Anfangssituation, die Welt ist in Ordnung, ist wieder hergestellt, die Welt ist wieder in Ordnung. Bemerkenswert ist, dass zwischen dem Niveau, das Hause zu verlassen und dem Niveau, das dann entsteht, nachdem die Heldenreise bewältigt ist, da gibt es ein Delta. Also da gibt es einen Unterschied. Zuerst ist es ein Dumpador, der Dritte, der Jüngste. Zum Schluss ist er König. Am Anfang ist es ein kleines Mädchen, das vernachlässigt ist, von der Stiefmutter schikaniert wird. Zum Schluss ist sie Königin. Am Anfang ist es ein Schneiderlehrling, ja? Wahrscheinlich kokainabhängig oder so, der glaubt, dass wenn er 7 Fliegen erschlägt, dass er schreiben kann, Siegen auf einen Schlag. Zum Schluss ist er König. Die Heldenreise konstituiert sich durch eine Veränderung, ein Wandel, ein Wachstum.
Es ist konstituierend. Zum Schluss ist das, der nach Hause kommt, ist nicht der, der das Zuhause verlassen hat. Wollen wir die Geschichte nochmal demonstrieren anhand einer Geschichte, die ihr alle schon kennt, die auch verfilmt wurde ein paar Mal und die in dieser Struktur sehr schön folgt? Die Geschichte von Hansi Bammel. Kennt ihr die Geschichte von Hansi? Habt ihr die schon gesehen, Hansi Bammel? Na, ich bitte euch, das wurde schon so oft verfilmt. Ist aber keine tschechische Verfilmung, nichts. Ne, Hansi Bammel? Ach, Entschuldigung, ich habe den deutschen Namen jetzt gesagt, den englischen James Bond. James Bond. Ja. Am Anfang ist das Leben, ich spreche jetzt von den frühen Formen von James Bond, also 60er noch Sean Connery und so. Ganz am Anfang ist das Leben gut. James Bond ist irgendwo an der Riviera, hat da ein kleines Schatzl und hat da ein kleines Schatzl. Und dann macht er abwechselnd links und rechts sein Bussi. Und dann klingelt aber sein Telefon, das war noch in seinem Schuh. Bond. James Bond. Ah, MI5. Ja, was gibt's? Ah, Augenblick. Ah, die Welt wird wieder bedroht von einem blonden Russen. Ich soll gleich kommen. Headquarter. Augenblick. Reicht's nicht morgen früh? Nein? Ich bin auf dem Weg. Es ist oft nur sehr kurz, dass die Welt in Ordnung ist bei James Bond am Anfang. Ganz kurz nur. Später dann haben die Drehbuchautoren es ein bisschen anders gemacht, da steigt eine Action ein, etc. Aber ursprünglich ist es tatsächlich so, dass die Welt ist in Ordnung. Der Schaden am Anfang ist meistens ein blonde Russe gewesen, ihr wisst das eh. Ich frage mich nicht, warum das genau dieses Stereotyp. Auf jeden Fall, der Held ist benannt, das ist James Bond. Wer ist der Prüfer von James Bond dann? Wer prüft ihn? Später dann sowieso, aber gleich ganz am Anfang, noch bevor der Auftrag vergeben ist. Ach, sein Alter, der immer die Maschinen... Ah, das ist der Schenker. Der Prüfer ist die Money Benny. Die sagt, oh James, wie lange hast du mir schon versprochen, dass du mit mir essen gehst abends? Money Benny, es tut mir so leid. Heute Abend noch muss ich die Welt retten. Ja, es tut mir leid. Also er darf es nicht verschieben. Sie prüft ihn. Aber es geht nicht. Und dann, nach der Auftragsvergabe, geht es zum Mr. Q. Und der Mr. Q stattet James Bond aus mit all diesen übernatürlichen Sachen, von denen wir wissen, der wird sie brauchen. Autos, die fliegen, Kugelschreiber, die Flammenwerfer sind, Uhren, die Seilwerfer und so. Weiß der Kuckuck was. Und er steckt es so nebensächlich, also ja, wenn es sein muss, nehme ich es halt mit. Ja. Also auch er ist als Held sich nicht darüber im Klaren, dass er jetzt gerade beschenkt wurde. Er weiß es nicht, aber wir als Zuschauer wissen, er wurde beschenkt. Und ohne Mr. Q kein James Bond. Ich weiß nicht, wie der heute heißt, der Mr. Q, das heißt wahrscheinlich irgendwie anders, aber strukturell ist es immer das Gleiche. Und dann muss James weg von zu Hause. Unter spektakulären Bedingungen. Nix, schnell mal in Aston Martin und an den Tatort fahren. Nix gut. Nein, nein, von einem Helikopter abspringen, von einem Unterseeboot auftauchen, in einer Kiste im Orient Express verschifft werden, irgendwie durch den Amazonas schwimmen etc. Aber er kann nicht einfach dahin, weil diese Grenze hier, die muss auch nachgezeichnet werden bei James Bond. Komfortable Zone, Anderswelt. Ja? Es wird sehr schön nachgemalt. Und dann kommt die Frage nach den Verbündeten. Die Verbündeten bei James Bond ist sehr schön gemalt, das kam schon an. Das ist, da kommt natürlich die Liebe noch dazu und die Leidenschaft und die Sehnsucht und dann natürlich auch noch das Opfer. Das Opfer. Weil oft sind die Verbündeten in sich sehr zerrissen, ob sie jetzt ihn eigentlich ans Auswischen sollten, so wie es das der Auftrag ist, aber sie verlieben sich dann in ihn und bezahlen diese Liebe dann mit dem eigenen Leben und so. Wir kennen das, ist ihm herzzerreißend.
Und dann ursprünglich war es tatsächlich so, dass es meist so eine Drei- oder Vierhebigkeit war, das Aufeinandertreffen von James mit dem bösen Russen da, dem Blonden da. Und dann gab es den finalen Durchbruch, es ist gelungen, die Bombe wurde entschärft, der Stausee gesichert, der sonst Hunderttausende von Menschen ertränkte, was auch immer. Und dann kommt er wieder zurück. Die letzte Szene, alles ist wieder gut. Die ursprüngliche Ordnung ist wieder hergestellt, alles ist in Ordnung. Aber haben wir auch ein Delta? Hat sich James entwickelt auf seiner Reise? Im Gegenteil. Wurde noch verruchter. Nein, er hat sich nicht entwickelt. Warum hat er sich nicht entwickelt? Ja, weil es eine Serie ist. Das geht nicht, der kann sich nicht entwickeln. Ja, der muss aber. Die letzte James Bond-Folge ever, da kann eine Entwicklung dann sein, aber der kann nicht irgendwie zum Schluss irgendwie sich entwickeln, solange es eine Serie ist. Einmal, da könnt ihr erinnern, da hat er zum Schluss sogar geheiratet. Genau. Und da habe ich gedacht, um Himmels Willen, James Bond ist vorbei, das war der letzte James Bond-Film ever. Weil stell dir vor, James Bond, der gerade durch den Urwald läuft und die Frau ruft an und sagt, du, wenn du heute heimkommst, bring noch ein paar Windeln mit und das und noch ein paar Gläschen hip und so. Das geht nicht. Aber dann, zwei Szenen später, wurde seine frisch getraute Ehefrau Gott sei Dank erschossen. Es hat mich sehr getroffen, also innerlich, es war ganz grauslig. Aber ich habe mir gedacht, James Bond geht weiter, Gott sei Dank. Ja, weil so geht's, genau. Jo. So, also ihr seht schon, nicht überall, wo Märchen draufsteht, ist Märchen drin. Die mythologische Struktur, die Heldenreise, hat da ziemlich universelle Spuren hinterlassen in unserer Weltlandschaft. Jetzt können wir uns natürlich fragen, woher kommt das? Warum ist das irgendwie so spannend? Ja, warum beruft sich Menschheit immer wieder auf so einen Prozessverlauf? Und dazu gibt es mehrere Antworten. Also ich biete jetzt für euch jetzt sozusagen nur an, welche Antworten da ganz grob gegeben werden. Aber ich überlasse es euch und eurer Interpretation oder Weltsicht, welcher Meinung ihr euch mehr so anzuschließen bereit seid. Also das erste Erklärungsmuster ist tatsächlich, Kurt Derungs in seiner Strukturanalyse des Märchens sehr schön nachweisen können, ist, dass dieser Verlauf auch eine schamanische Reise bedeutet. Dass die Erinnerung, die kollektive Erinnerung an die schamanische Reise, das Weggehen, das in die Anderswelt gehen und in der Anderswelt für irgendjemanden etwas Gutes tun. Der hält hier zum Beispiel, er holt den Apfel auch nicht für sich, sondern er holt den Apfel für seinen Vater. Und in der schamanischen Praxis, soweit ich es verstanden habe, reist der Schamane in die Anderswelt ja auch, um für einen anderen wieder Gesundheit zu erlangen oder zumindest das, was seine Gesundheit gefährdet, irgendwie gütig oder günstig zu stimmen. Und auch das Prüfer und Schenker, in die Anderswelt gehst du nicht ohne würdig zu sein. Ja? Also du musst so der Aspekt der Bestimmtheit ist da bedeutend. Du kannst dich nicht in die Anderswelt kämpfen, sondern kannst dich nur in die Anderswelt beten, hoffen, streben oder dich würdig erweisen. Ja? Dann nimmt sie dich auf und dann wirst du in ihr auch sein können. Und da haben wir das Delta, die Veränderung des Helden drinnen. Am Ende der Reise ist der Kranke oder der im Bedrängnis Stehende, dem geht es dann wieder besser, so alles gut läuft. Ein anderes Erklärungsmuster ist, dass es auch ein kollektives Erinnern ist, aber nicht so sehr das kollektive Erinnern an diese unmittelbare schamanistische Reise, sondern an die mittelbare schamanistische Reise, die Erinnerung an die Jugendweihe. Der junge Mensch wurde, um aufgenommen werden zu können in den Clan, in die Sippe etc., wurde einer Initiation unterzogen.
Er musste über mehrere Tage, Wochen, was auch immer die Volkskunde da so angeboten hat, das Zuhause verlassen, sich draußen bewähren, dann zurückkommen und durfte dann auch Vater und Mann werden. So ein kleines Überbleibsel jetzt nur sozusagen als ein kleines Überbleibsel ist vielleicht noch bei den Mormonen zu sehen. Die mormonischen jungen Männer, die dürfen mit 18 auf Mission gehen, müssen 2 Jahre weg von zu Hause, dürfen diese 2 Jahre auch keinen Kontakt halten mit zu Hause, müssen alle 3 Monate den Wohnort wechseln, damit nicht zu enge Beziehungen aufgebaut werden können. Aber wenn sie nach diesen 2 Jahren Mission nach Hause kommen, dann dürfen sie heiraten. Dann dürfen sie selber sozusagen einen Familienstand gründen. Ist doch so ähnlich wie bei den Handwerkern, die auf Walz gehen, oder? Zum Beispiel, genau. Da steckte dann auch noch drinnen dieser Abstand, den man zum Meister dann haben muss. Man darf dann für einen gewissen Zeitraum oder durfte für einen gewissen Zeitraum nicht in die Nähe dessen kommen, der einen ausgebildet hatte. Man muss den Abstand halten. Da gibt es ganz vieles, das so archaisch anmutet, das schamanistisch anmutet, das, wenn wir es hören, in uns irgendwas zum Klingen bringt, aber was aus unserer westlich orientierten Lebenswirklichkeit so gut wie verschwunden ist. Das größte Initiationsritus für einen 18-jährigen Mann heute ist, einen Führerschein zu haben. Aber das verschwindet auch. Es gibt genug 18-Jährige, die mehr an schnellen Internet als an schnellen Autos interessiert sind. Wir haben eine Welt, in der es an Initiationsriten halt sehr, sehr mangelt. Und das ist sehr schade. Aber dafür gibt es genug Sekundärliteratur. Ein anderes Erklärungsmuster, warum sich diese Struktur so wunderbar hält, ist, dass die meisten menschlichen Entwicklungsschübe ausgelöst werden durch einen Schaden und dass die Entwicklung stattfinden kann dann, wenn ich die Lösungsansätze von gestern in Frage stelle und neue Lösungsansätze in Betracht ziehe. Das heißt, diese Bewegung, dass es erstmal schlechter werden muss, bevor es wirklich besser wird, könnte eine grundsätzliche Dynamik sein in der Entwicklung menschlichen Lebens. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, was ich glaube, was das ist, aber ich stelle euch ein paar Möglichkeiten vor, wie man die Struktur interpretieren könnte. Jetzt muss ich überlegen, ob ich jetzt noch ein Erklärungsmuster parat hätte. Vielleicht noch eine Literaturempfehlung. Wladimir Propp, ein russischer Märchenforscher, hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Mühe gemacht, den gesamten verfügbaren, die verfügbare Textbasis orale Literatur statistisch auszuwerten. Und hat in dieser Strukturanalyse, er nannte es zuerst Strukturanalyse, herausgefunden, dass es 32 Funktionen sind, die im Volksmärchen immer wieder auftauchen. Sie müssen nicht alle gleichzeitig auftauchen, aber wenn sie auftauchen, tauchen sie alle in der gleichen Reihenfolge auf. Und hat damit konstituierend auch nachweisen können, dass es eine Universalität gibt in diesem Aufbauen. Der Geschichte. Übertragen wir nun mal diesen Aufbau auf ein Volksmärchen, das wir alle kennen. Das Rotkäppchen. Versucht einmal, das Rotkäppchen auf diese Struktur zu übertragen. Das stimmt noch. Am Anfang ist alles gut. Anfang ist auch wirklich alles gut. Was ist der Schaden? Großmutter wird krank. Wie wird der Held berufen? Der Held der Geschichte? Ja. Sie ist also, genau, die Mutter sagt, Rotkäppchen, nimm dieses Körbchen jetzt hier und trage es zur Großmutter. Wir könnten ganz
sanft sein und sagen, okay, das ist eine Heldin, wider Willen, vielleicht wird sie denn dann noch zur Heldin. Ja? Dann geht sie hinaus und wir können sagen, dann geht sie in den Wald, das ist ein fremdes Terrain, von zu Hause in den Wald, da kennt sie sich nicht aus, sie kommt auch vom Weg ab, es ist irgendwie ein fremdes Umfeld. Also da bin ich sozusagen noch dabei, wie ist das mit Prüfer und Schenker? Wer prüft das Rotkäppchen, ob ihrer moralischen... Ja, ja, süßer, beschenkt er sie mit irgendwas? Prüfen? Also das Prüfen könnte man, wenn man ganz sanft ist, sagen, ja. Eigentlich könnte es sein, dass er sie prüft. Er möchte wissen, ob sie jetzt Stille hält oder ob sie die Großmutter nicht verrät oder einfach ruhig bleibt. Oder man könnte es konstruieren, aber man muss es schon ein bisschen an den Haaren herbeiziehen. Schenker taucht keiner auf. Dann Verbündete auf dem Weg, tauchen keine mehr auf. Dann geschieht das Unglück, ihr wisst ja, es wird leider gefressen, die Großmutter. Und dann sitzt das Kind da am Bett und fragt, ja, warum hast du denn so lange Ohren und so große Ohren und so weiter. Am Schluss dann, ja, warum hast du denn so ein grässliches Maul? Damit ich was fressen kann, das Rotkäppchen wird verschlungen. Und der Retter ist dann ein Förster, der dann des Weges kommt. Genau. Wie entwickelt sich denn das Mädchen über den Weg? Delta. Ja, eigentlich gar nicht, gell? Eins, zwei, drei. Naja, sie stellt drei Fragen an den Widersacher. Der Widersacher in dem Fall könnte man, wir können den Wolf als Widersacher konstruieren. Hat sie einen finalen Durchbruch? Nee. Ja. Also ich sehe schon in euren Augen, da haben wir scheins ein so ein richtiges Volksmärchen, aber die Struktur funktioniert nicht. Soll ich es auflösen? Also das Rotkäppchen Le Petit Chaperon Rouge wurde 1684 das erste Mal aufgeschrieben von Charles Perrault und endet mit folgenden Worten. Sie fragt, und warum hast du so ein großes Maul? Ja, damit ich dich besser fressen kann. Punkt, Absatz. Und du, mein Kind, verlass die Wege nicht. Und achte auf jene, die deine Wege kreuzen, vor allem auf jene, die dir süße Worte zusprechen und in feinen Zwirnen gekleidet sind, denn wer weiß, ob sie dir wirklich etwas Gutes wollen. In anderen Worten, bring du mir kein uneheliches Kind nach Hause. Das ist die Geschichte, die eigentlich erzählt wurde. Dieses Ende, das von den Wolf und den sieben Geißlein entlehnt wurde, wurde nachträglich in Deutschland rangeklebt. Das Original ist eine sogenannte Erziehungsgeschichte. Es erklärt der heranwachsenden jungen Frau, dass sie auf dem Wege bleiben soll und keine Blumen pflücken. Keine Blumen auf dem Wege bleiben. Wir haben in Deutschland eine ähnliche Tradition dieser Textsorte. 19. Jahrhundert, Hoffmann, Strubelbeter-Geschichten. Ja? Du sollst nicht an den Fingernägeln kauen, du sollst nicht den Daumen lutschen, du sollst nicht mit dem Stuhl wippen, du sollst auch nicht zündeln, du sollst auch keine Tiere quälen, du sollst nicht in die Luft gucken, du sollst eine Suppe aufessen und so weiter und so fort. Ja. Gut, hier sind wir in einem philologischen Problem. Das philologische Problem lautet, dass die Deklarationen manchmal irreführend sind. Ja? Also die Deklaration, das ist jetzt ein Volksmärchen, das ist eine Erziehungsgeschichte, das ist jetzt nur eine Fabel, das ist ein was auch immer, die sind sehr wischi und waschi. Ja? Das heißt, ich kann euch da jetzt gar nichts mit nach Hause geben im Sinne von, wenn etwas so und so heißt, ist es das und das. Ich kann euch nur sagen, dass es eine Struktur gibt, die universelle Bedeutsamkeit hat, dass diese Bedeutsamkeit herleitbar ist über ein paar Beispiele und dass wir auf unseren Recherchen draußen
wenn wir Geschichten suchen für die Erzählkunst, immer wieder auf diese Struktur treffen werden. Das kann ich euch sagen. Aber die Einordnung in Textsorten und in Deklarationen ist sehr schwer. Ich möchte euch jetzt noch ein kleines Bonmot schenken zum Schluss zur Frage, was ist eigentlich was? Was ist ein Märchen, was ist ein Roman etc.? Der Reich Ranitzky, ich kann ihn nicht gut nachmachen, er wurde einmal gefragt in dem literarischen Dingsbumsel, ja, was ist denn jetzt eigentlich ein Roman? Und der Reich Ranitzky hat sehr gelächelt und hat gesagt, ein Roman, meine Damen und Herren, ein Roman ist ein Buch, da steht vorne Roman drauf. Ja, also auch hier haben wir keine eindeutigen Deklarationsmöglichkeiten. Ich danke euch, dass ihr so diesen Crashkurs Heldenreise jetzt mitgemacht habt. Und im Englischen heißt es so schön, still confused, but on a higher level.